Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, eins der größten Probleme im Bereich der Justiz, und da sind wir uns aufgrund der vorhergehenden Debatte hier einig, dass wir in den nächsten Jahren vor einer großen Pensionierungswelle bei den Richterinnen und Staatsanwältinnen stehen und dass wir nicht genügend Juristennachwuchs ausbilden, um gerade diese Pensionierungswelle abzufangen. Somit laufen wir in der Justiz auf das nächste Fachkräfteproblem zu, ohne aus unserer Sicht ausreichend gewappnet zu sein. Wir meinen, dadurch gefährden wir den Rechtsstaat. Meine Damen und Herren, ich denke, wir sind uns alle einig, dass ein funktionierender Rechtsstaat elementar für das Land ist. Die Justiz ist der Inbegriff der staatlichen Ordnung. Sie schafft Gerechtigkeit und sie schafft Konsequenzen. Sie sorgt dafür, dass Straftäter ihre gerechte Strafe erhalten, dass Streitigkeiten zwischen den Bürgern zu einem gerechten Urteil geführt werden und dass die Menschen vor ungerechtfertigten staatlichen Eingriffen geschützt werden. Die Situation ist jedoch die, dass wir bis zum Jahr 2031 weit mehr als die Hälfte der Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in den wohlverdienten Ruhestand gehen werden. In der ordentlichen Gerichtsbarkeit sind das sogar mehr als 2/3. Um mal konkrete Zahlen zu nennen, in den Jahren zwischen 2027 und 2031 werden jährlich durchschnittlich 40 Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in den Ruhestand gehen. Jetzt mag das für einen Außenstehenden vielleicht gar nicht so schlimm klingen, 40, naja, wir reden hier über den öffentlichen Dienst mit Tausenden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und wenn da 40 jedes Jahr in den Ruhestand gehen, ist das auf den ersten Blick ja doch nicht so viel, denkt man. Wie ernst die Situation ist, merkt man dann, wenn man sich anschaut, wie viel Nachwuchs an Juristinnen und Juristen in Mecklenburg-Vorpommern jedes Jahr ausgebildet werden. Bis vor kurzem war es noch so, dass man 2 Prädikatsexamen, also mindestens die Note vollbefriedigend, vorlegen musste, um in Mecklenburg-Vorpommern Richterin oder Richter oder Staatsanwältin oder Staatsanwalt zu werden. Blickt man hier auf das 2. Staatsexamen, also den Abschluss des praktischen Teils der Ausbildung, und schaut sich die Absolventenzahlen seit 2001 an, stellt man fest, dass jährlich im Schnitt 8 Absolventen diese Note erreicht haben. Schaut man auf die jüngere Vergangenheit, seit 2014, stellt man fest, dass es in diesem Zeitraum sogar nur 6 Absolventinnen und Absolventen pro Jahr waren. Mit anderen Worten, Mecklenburg-Vorpommern bildet etwa nur 15% des Nachwuchses aus, die es bis 2027 brauchen wird. Das bedeutet, wir haben nicht genügend junge Juristinnen und Juristen, die in den Ruhestand gehen, zu besetzen, die Stellen zu besetzen. Und ja, dadurch sehen wir eine Gefährdung auch des Rechtsstaates. Nun hat das Justizministerium den Ernst der Lage erkannt und die Zulassungsvoraussetzungen für den ehemals höheren Justizdienst bereits heruntergeschraubt, wie übrigens in den meisten anderen Bundesländern auch. Das muss man der Fairness halber auch sagen. Das Justizministerium lässt mittlerweile ein gutes befriedigend genügend. Ich kann jetzt leider nicht sagen, um wie viele sich der potenzielle Anwärterkreis erweitern würde, aber ich kann sagen, dass selbst wenn die Zulassungsvoraussetzungen für einen Richter oder Staatsanwalt absenken würden, die Zahl der Absolventen im 2. Examen immer noch nicht ausreichen würde. Auch da reden wir jährlich lediglich von 30 bis 35 Kandidatinnen und Kandidaten im Durchschnitt. Jedoch kann das auch nicht das Allheilmittel sein, die Anforderungen an Richterinnen und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu senken. Zu bedenken ist auch, dass nicht alle diese Absolventen in Mecklenburg-Vorpommern oder im öffentlichen Dienst bleiben. Zum einen ist das Problem des Juristennachwuchses ein gesamtdeutsches Problem. So gehen allein 2028 deutschlandweit 726 Richter und Richterinnen und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in den Ruhestand. Die Konkurrenz unter den Bundesländern wird einfach immens steigen. Und zum Zweiten bleiben die Absolventen natürlich nicht nur im öffentlichen Dienst. Auch Anwaltsvereine, Anwaltskanzleien, der öffentliche Dienst sucht immer Juristinnen und Juristen, sodass auch dort Juristinnen, Absolventen hinwechseln werden. Hinzu kommt noch der Umstand, dass der Bundesrat am 8. November 2019 beschlossen hat, und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann es umgesetzt wird, die Regelstudienzeit zukünftig im Bereich Jura von 8 auf 10 Semester zu erhöhen, also noch ein Jahr länger, wo Studenten ausgebildet werden. Rechnet man die durchschnittlich 2 Jahre Referendariat dazu, sind wir bei insgesamt 7 Jahren Ausbildungszeit.
Das alles macht deutlich, dass wir jetzt handeln müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht man um? Man könnte sagen, es ist uns egal. Das wäre aber unseriös und mit Blick auf den Rechtsstaat nicht angemessen. Deshalb meinen wir, und das ist ein Teil unseres Konzeptes, was wir aufgestellt haben, was ein Maßnahmenpaket vom Studium bis zu der Pension ist, dass wir zum einen die Ausbildung im eigenen Land verbessern und erweitern müssen. Und dafür setzt man logischerweise natürlich bei den Hochschulen an. Denn wenn es hier mehr Absolventen gibt, haben wir auch die Möglichkeit, mehr Referendare einzustellen. Und das wirkt sich dann natürlich auch zwangsläufig positiv auf die Absolventenzahlen im zweiten Examen aus, womit dann auch mehr Richterinnen, Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zur Verfügung stehen. Die Zahl der Absolventen mit mindestens der Note befriedigend ist seit dem Jahr 2001 um 72% allerdings zurückgegangen. Und dass wir als Bundesland mit wenig Einwohnern und nur einer juristischen Fakultät im Bundesvergleich insgesamt am wenigsten Juristen ausbildete, war für mich ohnehin nicht verwunderlich. Wohl aber, dass wir auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl mit dem deutlichsten Abstand am wenigsten ausbilden. Dass wir bundesweit die höchste Durchfallquote im ersten juristischen Staatsexamen haben, möchte ich dabei nur am Rand erwähnen. Meine Damen und Herren, Sie merken, wir müssen hier etwas tun und genau in diese Richtung geht der vorliegende Antrag. Zunächst ist es möglich, dass der Studiengang der Rechtswissenschaften mit dem Ziel des Staatsexamens auch wieder in Rostock angeboten wird. Der Studiengang wurde im Jahr 2008 vor dem Hintergrund der damaligen Haushaltslage und dem fehlenden Bedarf an Juristinnen und Juristen im Land abgeschafft. Mittlerweile hat sich die Lage aus unserer Sicht völlig verändert und es hat sich gezeigt, dass die Universität Greifswald die Streichung des Studiengangs in Rostock nicht hat kompensieren können. Insofern muss die Universität Rostock ermutigt werden, diesen Studiengang wieder einzuführen und sie muss auch die Mittel dafür erhalten. Wir haben mit dem Dekan der Universität gesprochen, die Bereitschaft dazu ist auf jeden Fall da. Und wir reden da auch nicht von Unsummen. Das wirklich unterste Limit wären 2 zusätzliche W3-Stellen, die höhere Gruppierung von 3 W1-Stellen zu W2 und 3 zusätzliche E13-Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiter. In der Summe sind das 500.000 Euro jährlich, die wir auch in die Haushaltsberatung mit eingebracht haben. Und gemessen an den zu erwartenden Resultaten ist das aus unserer Sicht nicht die Welt, sondern sollte es uns wert sein. Im zweiten Schritt ist natürlich aber auch über die Qualität und die personelle Ausstattung der Universitäten generell zu sprechen. Schließlich sprechen die hohen Durchfallquoten dafür, dass an der Qualität im juristischen Studium etwas verändert werden muss. Aktuell sind an der juristischen Fakultät Rostock 1,5 Vollzeitäquivalente je Lehrstuhl als wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt. In Greifswald sind es sogar nur 1,3. Meine Damen und Herren, das ist aus unserer Sicht eindeutig zu wenig. Es gibt eine externe Fachevaluation der Universität Tübingen, der Studiengänge des Fachbereichs der Rechtswissenschaften der Universität Greifswald, die die personelle Situation als dürftig und weit unterdurchschnittlich bezeichnet. Und man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass es die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind, die die Vorlesungen mitbegleiten, Veranstaltungen flankieren, Arbeitsgruppen, Seminare etc. Eigentlich sind sie es, die mit neben den Professoren für ein breites Spektrum an Lehrangeboten sorgen. Nötig wäre nach unserer Auffassung, die juristische Fakultät der Universität Rostock mit ebenso vielen Lehrstühlen zu versehen wie die Fakultät in Greifswald und die personelle Ausstattung der Lehrstühle mit wissenschaftlichen Mitarbeitern auf 2,0 Vollzeitäquivalente zu erhöhen. Das wären insgesamt 2,5 Millionen Euro jährlich Mehrkosten und auch das ist in den Haushaltsberatungen Gegenstand. Ein letzter wichtiger Punkt ist natürlich auch die sachliche Ausstattung der Fakultäten, der Fakultätsbibliotheken insbesondere. Jeder, der Jura studiert hat, weiß, welche wichtige Rolle eine gut ausgestattete und hauseigene Bibliothek spielt. Die Deutsche Bibliotheksstatistik hat die Ausgaben für den Bereich der Recht in 16 Universitätsbibliotheken im Jahr 2017 verglichen. Die Universität Greifswald landete auf Rang 14. Und die Universität Rostock nimmt sogar nur den letzten Platz ein. Das zeigt ganz deutlich, dass wir hier erheblich nachsteuern müssen. Und auch hier reden wir nicht über Umsummen, insgesamt 600.000 Euro einmalig zur Errichtung einer hauseigenen Bibliothek
und noch etwa eine halbe Million jährlich für Literaturlizenzen und nötiges Personal würden ausreichen. Meine Damen und Herren, Sie merken, wir müssen im Bereich des juristischen Studiums in Mecklenburg-Vorpommern dringend etwas tun. Wir zeigen Ihnen zielführende Lösungsansätze auf und hoffen auf Ihre Zustimmung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Landtagspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, ich möchte mit etwas Positivem anfangen. Ich finde es gut, dass die Diskussion heute sehr sachlich war, dass Frau Bildungsministerin Martin anerkannt hat, die Situation im Bereich der Juristen, und dass Sie insbesondere heute angesprochen haben, und das war wirklich sehr wohltuend, dass Sie die Kooperation zwischen Rostock und Greifswald bei der Anerkennung von Scheinen, von Leistungen verbessern wollen. Genau das war auch ein Problem, eine Thematik in Rostock, die angesprochen wurde, wo wir unbedingt daran arbeiten müssen, die Kooperation zu verbessern. Nicht, dass die eine das macht, eine andere das, ohne dass es da wirklich Effekte gibt. Von daher war es wirklich sehr positiv zu hören, dass hieran gearbeitet wird. Was ich nicht so gut finde, ist, dass es in der Landesregierung scheinbar die Entweder-Oder-Taktik gibt. Entweder wir bilden mehr Lehrer aus oder mehr Juristen. Ich denke, beides ist dringend notwendig. Bei den Lehrern, die Situation haben wir hier oftmals gerade im Landtag thematisiert, es ist dringend notwendig, dass wir hier Dinge sozusagen zum Laufen bringen. Aber deshalb kann es doch nicht bedeuten, dass wir jetzt die Juristenausbildung hinterunten fallen lassen. Ich hatte es vorhin in meiner Einbringungsrede gesagt, Juristen, die Ausbildung dauert 7 Jahre. 2027 kommt die große Pensionierungswelle bei den Richterinnen, Richtern, bei den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten auf uns zu. Wenn wir jetzt nicht anfangen, dann schaffen wir es nicht mehr, diese Pensionierungswelle bei 7 Jahren Studienzeit überhaupt noch auszugleichen. Und ich weiß nicht, wie wir dann den Fachkräftemangel im Bereich der Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte überhaupt noch ausgleichen wollen, wenn wir keinen Nachwuchs haben, der dafür zur Verfügung steht, diese Stellen zu besetzen. Sagen Sie mir wie, dann geht es nur über Qualitätssenkung, Herr Weber. Also ich glaube, dann sind wir uns alle sicher einig, dass das nicht der Weg sein kann, den wir dann machen. Seiteneinsteiger ist ein bisschen schwierig, dann würden wir noch weiter die Qualität absenken. Das ist der falsche Weg, den wir einfach im Bereich Jura entgegensteuern, wenn wir sagen, wir machen jetzt nichts bei der Universität Rostock, weil wir machen ja schon was bei den Lehrern. Diese Entweder-Oder-Politik möchte ich namens meiner Fraktion auch ablehnen. Wir müssen jetzt erst was tun, damit wir 2027, wenn die Pensionierungswelle auch in Mecklenburg-Vorpommern ankommt, einfach gewappnet sind und genügend Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte haben, die diese Dinge besetzen können. Deshalb möchte ich auch nicht nur auf die Mittel schauen. Wir hatten das ausgerechnet, es sind 3,5 Millionen Euro. Wenn ich sehe, wie viel Mittel die Regierungsfraktionen an andere Bereiche, die auch wirklich sinnvoll sind, setzen, dann sind 3,5 Millionen Euro zur Verbesserung der Juristenausbildung in Mecklenburg-Vorpommern nur ein Klacks und ich glaube wirklich auch zu stemmen. Was wir alle sagten oder worauf sich viele bezogen ist, dass wir die Universität Rostock nicht wieder zum, insbesondere Koalitionsfraktion, Entschuldigung, nicht wieder zum Vollstaatsexamens-Uni wiederbeleben sollten. Ich habe mich mit einem befreundeten Professor im Bereich Jura, der nicht in Mecklenburg-Vorpommern, der mit mir in Leipzig studiert hat, unterhalten. Und er sagt, was ihr da in Rostock macht, dieses Rostocker Modell ist einfach abzulehnen. Es ist wirklich keine, als Professor lohnt es sich nicht, nach Rostock zu kommen, weil es einfach nicht attraktiv ist. Wieso sollte das ein Juraprofessor machen nach Rostock, obwohl eine Ausbildung auf wirklich geringer Basis gefahren wird. Deshalb, das kann es nicht sein. Zum anderen, Herr Mantel und auch Herr Stammer, werden Sie alle auch die Briefe des Rostocker Anwaltsvereins bekommen haben. Ich möchte mal aus diesem Brief des Rostocker Anwaltsvereins zitieren. Nicht nur die rechtsberatenden Berufe und die Justiz stehen schon länger fest, dass es an juristischem Nachwuchs fehlt. Auch die Unternehmerschaft und die Verwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind bereits deutliche Auswirkungen dessen spürbar, die durch eine Vielzahl an Renten- und Pensionierungseintritten in den nächsten 15 Jahren noch deutlich zunehmen werden. Als eine wesentliche Ursache dafür wird von verschiedenen Seiten immer wieder die fehlende Volljuristenausbildung an der Universität Rostock genannt. Der Rostocker Anwaltsverein hat sich vorgenommen, ein starkes Plädoyer für die Wiedereinführung der Juristenausbildung an der Universität zu setzen
Und ich finde, diesem Plädoyer sollten auch wir hier folgen und endlich wieder die Volljuristenausbildung an der Universität Rostock einführen. Denn die Probleme sind bekannt. Auch Teile der Landesregierung unterstützen diesen Antrag, denke ich, wenn man so verschiedene Äußerungen hören kann. Und was eben ich deutlich zurückweisen möchte, Herr Manthey, Sie machen hier eine Spaltung zwischen Rostock und Greifswald auf. Die haben wir in unserem Antrag niemals aufgemacht. Wir haben immer versucht, für beide Universitäten Gleiches zu behandeln. Wo wir in unserem Antrag bitte schön die Universität Greifswald schlecht reden, das zeigen Sie mir mal bitte in unserem Feststellungsanteil und in unserem Forderungsanteil. Das kann ich hier drin nicht sehen. Was wir haben an der Universität Greifswald, und das haben wir auch im Rechtsausschuss hier alle beide gehört, da waren Sie auch dabei, war, dass der Dekan der Universität Greifswald hier war und sagte, Greifswald ist einfach nicht attraktiv, was ja auch Frau Bildungsministerin deutlich gemacht hat. Wenn wir nicht alle Plätze besetzen können, alle studentischen Plätze, müssen wir uns doch Gedanken machen, warum ist Greifswald trotz seiner Küstennähe nicht attraktiv? Und das war natürlich die hauseigene Bibliothek. Ich weiß erst im Nachhinein, was ich für einen Schatz an der Universität Leipzig hatte, mit der Juristenbibliothek, die mir dort zur Verfügung stand. Weil Jurastudium ist nun mal ein Kopfstudium, wo ich ganz viel lesen muss. Das ist das eine, wo ich sage, okay, die Qualität muss in Greifswald verbessert werden. Ohne dass ich aber die Spaltung zu Rostock aufmache. Ich sage auch, die Qualität muss verbessert werden bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern, bei der Ausstattung. Auch das muss in Rostock verbessert werden. Ich mache diese Spaltung zwischen Greifswald nicht auf. Ich sage auch nicht, die Qualität ist schlecht. Aber die hohen Durchfallquoten von 50% müssen uns doch zu denken geben, Herr Manthey, was wir in Universität Greifswald besser machen müssen, damit mehr Absolventen das Jurastudium beenden können und wir sozusagen die Pensionierungswelle abflachen. Und Frau Bildungsministerin hat ja gesagt, okay, das gucken wir uns wie bei den Lehrern an. Wenn wir aber wieder Jahre vergehen lassen, bis wir dann mal die Ergebnisse dieser Evaluierung hier vorhaben und bei der langen Studienzeit, dann haben wir die Pensionierungswelle schon längst erreicht. Dann reden wir nicht mehr über gut ausgebildete Juristinnen und Juristen. Dann reden wir nur noch, wie wir irgendwie den Fachkräftemangel beseitigen können. Und das geht natürlich zum Qualitätsverlust in dem Rechtsstaat. Das möchte ich nicht, das möchte meine Fraktion nicht. Deshalb heute auch explizit Qualitätsverbesserung für beide Universitäten, für Rostock und für Greifswald, ohne eine Spaltung zwischen Rostock und Greifswald aufzumachen. Und die Wiedereinführung des Volljuristenlehrgangs an der Universität Rostock. Dafür stehe ich hier mit Leidenschaft. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank.